Jürgen Klopp ist bester Laune. Wenn einer so herzlich lacht, dann muss etwas Besonderes sein. Fußballfeste haben sie in den vergangenen Jahren viele gehabt. Ein Tag wie dieser ist ein Feiertag. Es ist Champions League und der BVB empfängt die Königlichen, die einzigartigen von Real Madrid. Ronaldo, Khedira oder Özil, da müssen sich selbst deutsche Meister erstmal kneifen. Real als Gegner in der Königsklasse, das gab's zuletzt nur an der PlayStation. Ja, also ich bin da ehrlich, ich habe die letzten Wochen jetzt nicht mehr gegen Real gespielt bei FIFA. Das habe ich mir gespart. Aber es ist natürlich schon was Besonderes, jetzt in der Champions League gegen Real Madrid zu spielen. Wir hatten vor, ich glaube, 2 Jahren ein Freundschaftsspiel hier zu Hause gegen Real. Das war schon was Besonderes, aber jetzt geht es um was. Ja. Für uns wird es ein richtiges Highlight und wir freuen uns alle jetzt Real Madrid hier in unserem Stadion zu haben und nicht an der PlayStation. Real Madrid ist in der Stadt. Das überstrahlt selbst das Revierderby. Ein Sieg und der Frust nach dem verlorenen Schalke-Spiel und die schrecklichen Krawalle wären fast vergessen. Königlich statt Königsblau. Real, ein Team, das fasziniert, selbst Dortmunds Trainer. Das ist eine ganz große Herausforderung, Real Madrid. Wir haben sie beobachtet in vielen Spielen und haben, wie ich fand, sie haben ein absolutes Highlight-Spiel gemacht in Amsterdam. Es war ganz großartig, das. Da war alles dabei, es war taktisch diszipliniert, es war schnell, das war Vorchecking, Pressing, Gegenpressing. Da war wirklich alles dabei mit hoher fußballerischer Qualität, hoher technischer Qualität gepaart. Das hat richtig Eindruck hinterlassen, muss man ganz klar sagen. Der spanische Meister gehört zum Besten, was das Fußballuniversum zu bieten hat. Aber auswärts fühlen sich die Madrilenen oft so gar nicht wohl. Jürgen Klopp hat den Fußball von Mourinho oft studiert. Er hat schon eine Idee, wie man die Galaktischen vom Himmel holt. Wir haben taktische Mittel, um dem Gegner das Leben etwas schwerer zu machen, als es vielleicht jetzt im Moment für möglich halten. Und das wird unsere Aufgabe sein. Aber wie immer wird der, der den Ball hat, unsere maximale Aufmerksamkeit im wahrsten Sinne des Wortes genießen. Reals Ensemble live im Kohlenpott. Sowas gibt es nicht alle Tage, höchstens an der PlayStation.